Herzlich willkommen zurück bei Anno 1503 in der History Edition, wo wir gerade der Schnitzeljagd anheimfallen. Ich denke, das wird jetzt hier auch zeitnah das Ende sein, dieser Schnipseljagd oder Schnitzeljagd. Lustigerweise kann ich aber gar nicht alle Leute mitnehmen. Weiß ja nicht, wer sich das ausgedacht hat. Aber gut. Wo sollen wir denn hinfahren jetzt? Da waren wir schon überall, hier und da und dort. Wir müssen doch nicht hier hin, oder? Sagt einem auch keiner was. Weit im Osten sumpfig und karg, Getränke von vielen Flüssen, bevölkert von Grauen. Schaut, überquere das Wasser und Land, Angst nie zuvor gekannt als Teil deines Wegs. Weit im Osten sumpfig und karg. Da würde was vermutlich das hier sein, oder? Ja. Quer ist Wasser und Land. Angst ist vorgekannt. Ja, es wird's wohl sein. Wir sind auf dem Weg. Du cruist mal hier hin rüber und wir gehen mal hier ein Land. Käffchen heute Morgen nicht gereicht, wa? Ei, ei, Auftrag wird ausgeführt. Also entweder müssen wir hier hin oder dahin. Haben wir irgendwo schon mal diese komischen Statuen? Nee, ne? Ich glaube, wir müssen hier hin. Vorher gucken wir aber nochmal da kommen wir vom Schiff aus einfach hin. Ja, ich denke, das kommt dem Sumpf schon ganz nah. Wo soll's hingehen? Moin! Auf den Weg, mein König! Wie schaut's aus? Zu Befehl. Komm, gehen wir mal hier nochmal zu dem Berg hier hinten. Komm ich hier hinten rum? Wir sind auf dem Weg, mein König. Okay, die laufen jetzt zumindest irgendwo rum. Wenn ich hier hinten rumkomme, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber sieht ganz danach aus, als würde ich da durchkommen. Ho, Tatsache. Jomei. Speichern. Spielstand gesichert. Auf dem Weg, mein König. So, dann wird hier mal runtermarschiert. Ein Salzvorkommen wurde entdeckt. Ein Salzvorkommen? Das ist sowas aber auch. Crocodiles. Eine Gnade. Alarm. Ein Kampf ist entbrannt. Keine Gnade. Wir machen uns auf den Weg, Herr. Alarm. Ein Kampf ist entbrannt. Medikus, du hast eine Aufgabe. Tu doch mal was. Setzen uns in Bewegung, mein König. So ist gut. Da sind noch mehr Crocodiles. Beat them. Es sind disappeared. Krasse Cheater. Befehlt und wir gehorchen für unseren Herrscher. Mache mich auf den Weg, Herr. Okay. Ich würde sagen, hier bin ich richtig, aber... So genau muss ich hin. Ja, wo denn? Ach, da. Ja, mein König. Nochmal. Warte. Hat man hier nicht irgendeine tolle... irgendeinen tollen Hinweis? Weit im Osten sumpfig und karg, getränkt von vielen Flüssen, bevölkert von Grauen, sich um dich schart. Kehre das Wasser. Angst vorne gekannt, ja, Also so viele Grauen habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, außer einen Haufen Krokodile. Gehen wir mal hier einmal da längs. Aber muss ich weiter in den. Es könnte natürlich auch sein, dass ich hier weiter in den Sumpf rein muss. Hier so. Da irgendwo hin. Würde ja irgendwie Sinn ergeben.
Marschieren wir doch einfach mal hin. Ja, natürlich jetzt nach der fetten Fighting Music jetzt hier erstmal so total idyllische Peaceful Music. Alles klar. Oh, wo laufen die eigentlich hin? Setzen uns in Bewegung, mein König. Sollte hier rüber marschieren. Was ist da los? Setze mich in Bewegung, mein König. Mir nach. Krokodile wegmachen. Vorwärts! Zu den so. Waffen. Ihr werdet angegriffen. Genau, räumen wir hier alles auf. Auf dem Weg, mein König. Ergebt euch. So, die wegmachen. Womit können wir dienen? Kannst du den da auch ruhig heilen? Der eine ist ja wohl schon der übelste Veteran, wenn ich das so sehe, ne? Zu den Waffen. Ihr werdet angegriffen. Euer Scout wird attackiert. Wie soll's hingehen? Ja, mein König. So. Wie unser Herr befiehlt. Okay, der hatte jetzt geil. Kann ich hier reinfahren? Sehr gut. Befehlt und wir gehorchen. Dann alle Mann an Deck. An Land, an was auch immer. So, dann hier wieder alle Mann runter. Wir machen uns auf den Weg. Go and explore the shit. Oh, jetzt hier. Ist ja aber richtig Rambazamba, du. Das spawnen wahrscheinlich die ganze Zeit die Krokodile draus. Das wird es sein. Alle zurück an Land, an Schiff, an Bord, was auch immer. Flottenkommandant an Deck. Dann cruisen wir hier nochmal rüber. Ahoi, ihr Landratten. Ey, diese Aul ist voll mit Viechern. So. Ja, mein König. Ja, das war natürlich genau das, was ich wollte. So, alle einmal hier rüber. Eigentlich sollst du den da mal heilen. So, und dann geht's weiter. Krokodile klatschen. Hier schon 3 Sterne hat der Typ, Alter. Mega OP. So, was haben wir hier? Noch ein Spawnpunkt hier für irgendwelche Crocodile-Dundies. Da hinten. Ja, jetzt siehst du doch. Wir machen uns auf den. Atemlos findest du endlich die Statue der und deren Inschrift. Die Mönche haben nicht übertrieben. Diese Insel ist grausam. Sumpf und umwegsames Gelände machen dein Vorankommen stellenweise immer wieder unmöglich. Aber das Schlimmste sind die Krokodile. Es sind Monster, größer und gefährlicher als alles, was ihr bisher gesehen habt. Immer mehr davon sammeln sich und um dich und nur eine Flucht sichert dein Überleben. Womit können wir dienen? Na, dann hauen wir doch ab. Laufen. Aber hier, die sind schon teilweise richtig krass geskillt, die Jungs. Verwundert flohen Mann und Tier auf ein Eiland nicht weit von hier, um neu auf und frei zu siedeln. Ja, schön, dass ich den ersten Teil wieder weggedrückt habe. Nach diesem Erlebnis waren dir die Worte der Inschrift klar wie nie zuvor. Auf deiner Reise, alles, was hier einst gelebt hatte, musste von seiner Heimat vertrieben worden sein. Es gibt nur eine kleine Insel, gerade groß genug, um in den Karten erwähnt zu werden, in Richtung Norden. Oh, das ist ja eine süße Behausung hier. Hätte man sich aber ein bisschen mehr ausbreiten können. Die Insel ist ja groß genug, so ist ja nicht. Ach ja, also die Mission geht doch noch länger, als ich erwartet hatte jetzt hier. Ich dachte, mit dem großen Fight hier geht's zu Ende, aber offensichtlich ja nicht. Ich hoffe auch, dass mein Geld dafür überhaupt noch reicht, wenn wir hier noch lange rumhocken. Ups. Was haben wir eigentlich hier oben noch? Kanonen? Naja, da bin ich ja mal gespannt, was da noch bei rumkommt. Da bin ich ja mal gespannt, was hier noch passiert.
Überbleibsel eines alten Krieges. So gehe denn mal an Land, mein Freund, nimm mal den Arzt mit. Die Siedlung war rasch gefunden, obgleich sie nahe den Berg und umgeben von dichten Gebüschen errichtet wurde. Auf den ersten Blick erschien sie dir verlassen und verfallen, doch dieser Eindruck täuscht. Je näher du dieser Siedlung kommst, desto wohler fühlst du dich, als würde ein magischer Schein über dem Ort liegen. Merkst du, wie alle Müdigkeit und die Verletzungen der vergangenen Kämpfe von dir fallen, und neuer Mut dein Körper durchströmt. Schlendernd, beinahe wie auf einem Spaziergang, erforschst du die Umgebung nach der Statue. So, der Medikus kann zurück. Ein letzter Kampf, gar hoch im Norden, karges Land von Stacheln und übersät. Rauchgebein, die Mann dort, Krabbeltiere bewacht die Städte. Ich habe wahrscheinlich wieder irgendwas übersprungen, ne? Das ist ein bisschen dämlich, dass man das so einfach überspringen kann. Naja. Ein letzter Kampf, gar hoch im Norden, karges Land von Stacheln übersät, Raugebein, die Mannen dort. Krabbeltier bewachen die Städte. Meint ihr jetzt das hier? Flotte setzt sich in Bewegung, Kommandant. Ja, was anderes würde mir jetzt nicht einfallen. Ah. Im lachenden Walfisch der Hafenkneipe deines Dorfes hat man schon so manches Mal von den Kaktusinseln erzählt, dass dort einige verstoßene Räuberbanden leben, die sich mit gelegentlichen Plünderungen über Wasser halten. Vor längst vergangener Zeit waren sie wohl Fischer und Händler gewesen, deshalb suchst du den Strand nach dem alten Kontor ab. Als du von Bord gehst, fallen dir einige alte Kanonen und Mörser auf, Zeugen vom Kampf der Plünderung. In der Stille der Insel horchend und dich immer wieder vorsichtig umsehend, suchst du nach etwas. Wir nehmen mal einfach alles mit. Tja, Jacqueline bleibt am sicheren Hafen, ist auch okay für mich. Machen uns auf den Weg, Herr. Hallo? Ist hier jemand? Ibims, der Typ, der den Schatz gerne hätte. Erstaunt bewunderst du das magische Schauspiel, das sich dir bietet, und nimmst eine kleine Schatulle an dich, die wie durch Zauberhand aus deiner kleinen steinernen Statue erscheint. Johlend und und erschreckt, machst du irgendwas. Ja, tötet ihn! Nehmt sein Schiff und dann holen wir unseren Schatz. Haut ihn in Stücke! Lasst ihn nicht entkommen! All diese Wortfetzen dringen in dein Ohr und du beginnst zu laufen. Sie haben es also auf die Seefalken abgesehen. Natürlich, es lagen nur Wracks in der Bucht. Du rennst so schnell, wie dich deine Beine tragen, die geheimnisvolle Schatulle fest umklammert. Beinahe zurück zum Steg geschieht etwas Unerwartetes. Ein zerfledderter aussehender Euer Scout wird attackiert. Hieß unbeatable, oder was? Lauf, mein Freund. Ich glaube, ich. Setze mich in Bewegung, mein König. Abermals hast du es geschafft, knapp den Tod zu entrinnen. Aus Dankbarkeit gegenüber dem Fremden nimmst du ihn mit. Nach Luft ringend sitzt du an der Decke des Bootes und begutachtest die geheimnisvolle Schatulle. Aus edel geschnitzten Holz ist sie, mit Verzierungen aus Gold und Silber. An ihrem Deckel ist sogar ein grüner Stein eingelassen, heller strahlend als die Sonne. Vorsichtig öffnest du den Deckel und findest ein sorgfältig zusammengerolltes Pergament. Es ähnelt der Schatzkarte deines Großvaters, ihr Gegenstück. Eine Karte über
alle Statuen und deren nun gelöste Geheimnisse. Wow, Dankeschön. So, dann gehen wir mal hier an Bord. Zack. Jetzt bin ich zwar so gut wie tot, aber das ist ja egal. Wir speichern. Bewiesen wurden Mut und Ehre. Ein letzter Gang es vielen wäre. Im Herzen der Welt verborgen, eine Insel reich an Sorgen. Für so manchen Wandersmann doch auf ihr findet, wer voll würden, Schatz und Lohn für alle Bürden. So geh dann, beweg den Stein, dies Ziel soll mehr als Lohn nun sein. Als Ende des Weges. Berührt von den Inschriften legst du die Karten nebeneinander. Es war richtig, in der Mitte der Karte deines Großvaters ward eine Insel verzeichnet, welche auf einer abenteuerlichen Reise noch nicht von dir besiegelt wurde, was auch immer. In die Wanten! Dann schauen wir doch mal vorbei, was da ist. Ich hoffe jetzt nicht irgendwie so ein Scheiß wie Freundschaft oder ey, deine Familie oder ey, deine Insel, auf der du groß geworden bist, größter Schatz, wupp, wupp, wupp. Setze mich in Bewegung, mein Gott. So. Womit kann ich dienen? Auf dem Weg, mein Gott. Ah! Wo kommen jetzt schon immer die ganzen Löwen her? Leute, ich bräuchte vielleicht doch nochmal eure Hilfe. Böllert die mal bitte weg hier. Nein! Oh, shit. Ich wusste doch, dass ich nochmal hätte speichern sollen irgendwie. Ach du Scheiße. Ach du Kackjes. Naja gut, dann haben wir immer nochmal die Chance, unseren Scout ein bisschen gesünder durch die Mission zu bringen, ja. So, erstmal hier rüber cruisen. So, ihr räumt jetzt hier vorne bitte erstmal auf. So, und du läufst dann gleich hinterher. Nach dort oben. So, ihr bleibt hier schön auf Hab 8. Keine Gnade. So, den könnt ihr nochmal wegmachen. Ja, das hatten wir schon. Cool, atemlos und so, durch die Nacht. Was kann ich für euch tun? So. Und Rückzug. Zieht euch zurück. Gelungen ist... Erleichtert, dass die Flucht gelungen ist, lehnst du dich an Reling der Sea Falcon zurück und blickst zurück auf die Insel. Genau, das hatten wir schon nach den Erlebnissen, eine Worte in Schrift, klar, wie nee, zuvor. Genau. Los geht's. Ich hätte doch speichern sollen, ne? Also wäre auch ein bisschen unangenehm gewesen, mit so super wenig Leben da jetzt nochmal irgendwas reißen zu wollen. Los, Schiffchen, fahr schneller. Also haben wir immer nochmal die Möglichkeit, vielleicht ein, zwei. Wie unser Herr befiehlt. Wir erstmal hier hingehen. Ja, mein König. Schlendern beinahe wie auf einem Spaziergang forschte die Umgebung nach den Statuen, während deine treue Eseldame freundlich grinst. Okay. Oh Mensch, der letzte Kampf hoch im Norden. Was kann ich für euch tun? Alles klar, los geht's. Flotte setzt sich in hoch im Norden. Weht ein rauer Wind. Hoch im Norden, wo wir zu Hause sind. Oder irgendwie sowas doch. Ja, auch schön viele Wracks, ne? Ja.
Ich hoffe mal nicht, dass ich den Scout dahin schicken muss. Wenn doch, dann kommt er gleich nachgerückt. Ba, 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 ba. Für unseren Herrscher! Oh nein! Angegriffen! Okay, ich brauche den Scout. Es ist uns eine Ehre. Erstaunlich, wie häufig der Scout ohne seinen Esel loszieht. Es ist uns eine Ehre. Ba, wie unser Herr befiehlt. Befiehlt und wir gehorchen. Ja, passt doch. Guck mal, da bin ich. Genau, die Schatulle hier. Böse, böse Boy, Leute. Wir erwarten euren Befehl. Genau, knüppel den Typen hier hinten nochmal weg. Ihr werdet angegriffen. Als habe ich vergessen, womit den Text hier nochmal durchzulesen, wo er hier mir nochmal antwortet. Hm. Womit können wir die, naja, er kommt aber auf jeden Fall mit. Den lassen wir nicht hier. Wo soll's hingehen? Ba, 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 ba. Ba, ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. So, wer zuletzt hier bleibt, dem bestraft das Leben. Der darf gegen den Piraten dann noch kämpfen. Habe ich jetzt alle mitgekriegt? Ahoi. Okay. Ich hätte gedacht, ein Dude bleibt hier. Oh gut, dann kriegen wir alle mit, ist auch fein. Vielleicht einer gestorben, ohne dass ich es mitbekommen habe. Doch, ja klar, der Armbrustschütze ist gestorben. Ja. So, zurück ans Meer. Zweiter Versuch, ans Meer, ans Ufer. Guck mal hier. Nein, 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 wir bleiben hier vorne, das passt schon. Zack, 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 zack und zack. Setzen uns in Bewegung, mein König. So, ihr zwei hinterher. Euren Befehl. Ja, jetzt speichern wir nochmal, auf jeden Fall. Speichern, Last Game. Spielstand gespeichert. Zu Befehl. Attacke! Zu den Waffen. Ihr werdet angegriffen. Jawohl. Ihr schafft das da schon. Wir machen uns auf den Du heilst ihn hier nochmal kurz. Ihr haltet da vorne die Stellung und ich erkunde ja währenddessen wir machen uns auf den Weg, die Insel. Nieder mit dem Feind. Es ist uns eine Ehre. So. Weiterziehen. Und wir gehorchen. Ich hoffe, hier hinten sind nicht noch mehr Löwen. Wir sind auf dem Weg, mein König. Ba, 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 da. Komm ich hier hoch? Zu Diensten, mein König. Tatsache, ich komme hier hoch. Ja, mein König. Komm ich hier rüber? Setze mich in Bewegung, mein nee. König. Ah, da ist, da. Da muss ich doch hin. Da muss ich da hinten rein. Ah, ich sehe es doch. Ich sehe es doch. Da ist doch ein Eingang. Zu Diensten, mein König. Du wartest bitte nochmal kurz, bis hier unsere Jungs mal die Viecher da weggeräumt haben. Hier, die da. Ah, hier vorne muss ich erstmal hin. Okay. I see. Wir erwarten euren Befehl. Hä? Da ist doch die Stadt, oder kann ich doch. Ist egal. Zu Diensten, mein König. Ja, dann geh doch dahin. So. Müssen die alle mit, oder was? Ich sehe doch, dass ich dahin muss. Na, hör mal. Da ist. Na. Leute. Was ist denn jetzt schon wieder los hier? Habe ich jetzt irgendwas vercheckt? Was kann ich für euch tun?
Hat er mir irgendwas gesagt, was ich machen muss, was ich nicht gemacht habe, weil ich doof bin, oder? Wir machen uns auf den Weg, Herr. Was ist los? Womit können wir dienen? Ah, hier stehst du nun am Fuße eines mit der Zeit der Welt gewachsenen Geländen, malerisch leuchtend aus rotem Massiv in den abendlichen Dämmerung. Jacqueline Jones trippelt ebenso neugierig an der Wand entlang. Die Statue müsste sich im Inneren dieser unüberwindlich steinernen Mauer steinernen Massen verbergen. Also bleibt dir nur diese Schönheit zu zerstören. Was? Was für ein Quatsch. Wäre doch da hinten auch easy durchgekommen. Oder komme ich denn da oben raus? Soll ich da gar nicht so drauf kommen? Naja. Womit kann ich dienen? Dann mach mal auf hier die Bude, dann gehen wir halt so rein. Hä? Was wird das denn jetzt? Hat mich da gerade schon wieder irgendwas getötet? Oh, Leute, ich werd nicht mehr. Ihr seid tot. Einfach so. Ja, genau, der schimmernde Steinmassiv hier, der muss weggeböllert werden. Schon verstanden. Genau, dann böllern wir hier fleißig weiter. Silvester ist zwar schon vorbei, aber da kann man trotzdem nochmal ordentlich böllern. 3, 4, 5, 6, 7. So, und jetzt? Cool. Es kommt nicht nochmal irgendwie die Schrift, ey, wir haben den Schatz gefunden. Woo, das sind riesige Schätze, unvorstellbare Reichtümer, die sich vor dir auftun. In Gold, Silber, Münzen, Juwelen, Goldpokalen, Kisten, vollgefüllt mit alten, antiken, aztekischen Münzen. Die Wände bestehen aus purem Gold und in der Mitte befindet sich das Allerwertvollste, ein Medaillon. Oder so. Ja. Besiegt 27, gefallen 1. Wir haben auf jeden Fall jetzt 10 Millionen Moneten. Die wir offensichtlich gefunden haben, aber von denen uns das Spiel nichts mitteilen will. Naja. Also, ich sag mal so, das Einzige, wo man hier nochmal ein paar Punkte machen kann, das gilt es ja offensichtlich völlig egal, 4.500 ist, denke ich, Maximum. Bei der KD könnte man vielleicht nochmal ein paar Punkte bekommen, aber ansonsten 240, auch nicht schlecht. Davor habe ich auch mitbekommen. Wahrscheinlich, weil ich mehr Löwen getötet habe. Ja, gut. Also, wegen mir hätten sie da jetzt nicht unbedingt nochmal ja so einen kleinen Text hinten einfügen müssen. Wäre zwar schön gewesen, weil man dann so ein nettes Outro gehabt hätte. Ich meine, die haben sich so viel Mühe gegeben, ja, alles andere so feinsäuberlich zu beschriften, hätte man das jetzt auch nochmal machen können. Oder so eine Idee, was man mit dem Geld hätte machen können. Er sagt, ich kaufe mir jetzt ein Schiff und jetzt kann ich endlich meine Träume erfüllen und die See bereisen, so wie ich es schon immer wollte. Aber gut. Was nicht sein soll, soll sein, dann soll es halt nicht sein. Das war auf jeden Fall die Schnitzeljagd. 3 Sterne. Willst du mich rollen? Bruderzwist wäre dann das nächste. Das wäre jetzt gerade die Schnitzeljagd. Gut, ich denke, die Folge hat auch schon eine adäquate Länge erreicht. Deswegen würde ich sagen,
an dieser Stelle können wir da getrost auch einen Cut machen. Und ich hoffe, ihr hattet ebenso viel Spaß bei dieser kleinen Schnitzeljagd wie ich. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Dabeisein, fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl, wertes Volk.